Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video und das letzte Aufgebraucht-Video ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Mir ist nämlich immer was Schlimmes passiert. Ich hatte nämlich schon einmal ein Aufgebraucht-Video gedreht und dann war das einfach verschwunden. Es war einfach weg und ich habe mich so geärgert. Ich habe jetzt ein paar Produkte gesammelt und ich sammle die schon seit einer Weile. Deshalb weiß ich nicht von allen Produkten, was nochmal war. Das gehen wir jetzt nochmal zusammen durch, aber ich habe hier auf jeden Fall so eine... Aber ich habe hier auf jeden Fall so eine Tüte, ja, so halb voll, würde ich sagen. Und wir legen los. Und zwar ein Duschgel. Ja. Ein Duschgel. Momento. Das erste, was ich hier habe, ist ein Duschgel. Ich weiß noch, das hatte ich in der Schweiz mal gekauft, in der Drogerie. Das hat super viel Geld gekostet. Fand ich ziemlich unnötig für ein Duschgel. Wollte ich aber trotzdem unbedingt mal ausprobieren. Es hat sehr gut gerochen, aber es hat auch nichts Besonderes, Wundervolles getan, dass ich es unbedingt wieder kaufen muss. Aber ja, war ganz okay. Dann als nächstes habe ich ein Trockenshampoo und zwar ein Batiste Trockenshampoo in der Duftrichtung Blush. Ja, so blumig. Habe ich gerne benutzt, habe auch mehrere davon aufgebraucht. Ich glaube, das andere habe ich euch in dem Video gezeigt, das verschwunden ist. Das ist ein Trockenshampoo, das ich ganz gut finde. Ich verwende selten Trockenshampoo, weil... ja, also wenn ich 3-4 Tage meine Haare nicht gewaschen habe und sie so ein bisschen fettig werden, dann wasche ich sie halt. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man keine Zeit hat, es muss schnell gehen, morgens auf die Arbeit, die Zeit ist knapp, keine Zeit noch lange Haare zu waschen. Deswegen muss das Trockenshampoo her. Es ist sehr gut, ich finde, es riecht sehr intensiv. Dieser Geruch steht dann einfach im Bad und ich habe das Gefühl, wenn ich das die ganze Zeit einatme, werde ich irgendwie vergiftet sein. Bin ich mir ein, saublöd. Ja, aber das Trockenshampoo ist ganz gut. Ich habe jetzt keinen Vergleich, ich habe bisher noch kein anderes probiert. Aber ja, es ist gut, macht seinen Job gut. Die Haare sehen danach nicht mehr fettig aus und bekommen auch noch ein extra Volumen. Deswegen finde ich das ganz gut und werde es mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht meine geliebte Reinigungsmilch. Und zwar ist diese von Balea. Die ist für jeden Hauttyp mit pflegendem Aprikosenkernöl. Also das habe ich mir schon sicher mindestens 17 Mal nachgekauft, wenn nicht 18. Ich liebe einfach dieses Produkt. Ich schminke mein Augen-Make-up nur damit ab, schon immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mein Augen-Make-up anders entfernt habe. Immer mit Hilfe von 2 Wattepads. Finde ich sehr gut, ist schön mild, brennt nicht in den Augen. Einfach super, werde ich mir auch immer wieder wirklich nachkaufen. Ich kann mich einfach nur wiederholen, jedes Mal. Dann habe ich aufgebraucht einen Reinigungsschaum von Balea. Und zwar ist das hier für trockene und sensible Haut. Ich habe eigentlich keine trockene Haut, aber hat nicht geschadet. Das war hier ganz flüssig und wenn man das eben pumpt, dann entwickelt sich das zu einem Schaum. Fand ich sehr angenehm, also eine sehr angenehme Art, sich abzuschminken, also das ganze Gesicht. War sehr schön, kann jetzt nichts Besonderes dazu sagen. Es hat meine Haut nicht schlecht getan, war gut. Trotzdem habe ich danach immer noch mit einem Gesichtswasser, mit einem Micellenwasser, bin ich nochmal drüber gegangen, um wirklich die letzten Reste zu entfernen. Aber sonst für den Preis kann ich euch das auch empfehlen. Zum Abschminken ist es echt nicht schlecht. Apropos Micellenwasser, da habe ich mir eins gekauft, dieses pinke. Und zwar das für... normale bis empfindliche Haut und empfindliche Haut. Das habe ich mir gekauft in kleinen Pack, weil ich das zum Mitnehmen ganz praktisch fand, weil sonst normalerweise gehen sie, glaube ich, in 250 oder 200 Milliliter Flaschen. Das ist natürlich zu groß, um das ständig überall mit sich zu schleppen. Aber das fand ich ganz gut. Damit, wie eben schon erzählt, beim Abschminken, das ist bei mir so der letzte Schritt, auf Nummer sicher gehen, dass wirklich alles weg ist. Und ja, auf dem Wattepad ist dann immer noch was. Also das entfernt es auch ganz gut. Und ich habe auch wieder da eine große Flasche stehen. Also ja, das ist so ein Produkt, das jetzt in meine Abschminkroutine absolut dazu gehört. Dann habe ich hier noch 2 Duschgele von Fah. Duschgel halt, ne? Kann man nicht viel sagen. Diese beiden Duschgele hatten Öl mit drin. Das fand ich sehr gut, weil im Winter, ich muss ja sagen, so, wenn ich dusche, es muss alles schnell gehen. Ich habe meistens keine Zeit, schnell, schnell. Und deswegen, das Eincremen bleibt leider oft aus. Ich weiß nicht gut. Aber
Leider ist es so, deswegen schaue ich immer, dass wenigstens das Duschgel ein bisschen Öl drin hat, dass es doch pflegend ist und danach nicht spannt. Und diese beiden fand ich sehr gut. Auch der Duft war richtig gut. Also hier einmal Kakaobutter und Kokosöl und hier Argan, Marula und Mandelöl. Klingt ganz gut. Fand ich super. Kann nichts Schlechtes darüber sagen. Habe auch schon wieder 30 andere Duschgele bei mir. Duschgel ist echt sowas, davon könnte ich mich zu Tode einkaufen. Es gibt so viele mit schönen Bildchen und Duftrichtungen. Da gibt es einfach super viele Auswahlmöglichkeiten und man kann einfach jeden Tag in DM gehen und jeden Tag 10 verschiedene Duschgele mitnehmen. Aber ja, die zwei fand ich super gut. Aufgebraucht noch eine Zahnpasta, die Aronal Zahnpasta für den Zahnfleischschutz. Ich benutze die Aronal für morgens und Elmex, das ist so eine Orangenverpackung für abends, immer, schon seit Jahren. Ich glaube, ich sollte mal langsam was anderes mal wieder benutzen. Aber ja, finde ich sehr gut, ist von meinem Zahnarzt mal empfohlen worden. Ich weiß schon nicht mehr von welchem, bin schon in der Zwischenzeit zwei, dreimal umgezogen. Aber die Zahnpasta ist immer noch die gleiche, die ich benutze. Finde ich ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht einen Nagellackentferner. Und zwar einen acetonfreien. Die Marke ist L. Keine Ahnung, wo es diese Marke gibt. Es kann sein, dass ich das sogar mal vor 100 Jahren in einer Pinkbox hatte, die ich schon ewig nicht mehr bekomme. Fand ich ganz gut. Ihr wisst ja, ich habe kein Gel drauf, ich habe immer nur Nagellack drauf, sind alles meine Naturnägel. Ich weiß nicht, was ich Gutes esse, dass die mir echt gut wachsen, nicht brechen und so schön lang werden und ich sie irgendwann einfach abfeile, wenn sie zu lang sind, weil ich Angst habe, sie mir zu brechen. Das geht ja doch ziemlich schnell im Haushalt so, gell? Nicht schlecht. Super Zeug, brauche ich immer wieder. Dann habe ich aufgebraucht ein Shampoo und zwar das Head & Shoulders Shampoo. Ich muss sagen, ich habe es nicht alleine aufgebraucht. Mein Mann hat es noch viel eher aufgebraucht als ich. Ich habe leider Probleme mit meiner Kopfhaut. Ich habe hin und wieder Schuppen, was super nervig ist, wirklich. Und ich habe auch schon so viele Sachen ausprobiert und irgendwie kein Schuppen, Anti-Schuppen-Shampoo hilft so gut wie einfach das Head and Shoulders. Das habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt. Ich finde es einfach super und das Zeug hält wirklich das, was es verspricht. Das entfernt den Schuppen wirklich super gut. Ich weiß, es hat unmögliche Zusatzstoffe drin. Ich traue mich gar nicht zu lesen, was da alles drin ist. Aber es hilft und das ist, was zählt im Endeffekt. So, als nächstes habe ich ein Keratinspray von Ice Cream. Das war ein super tolles Produkt und ich bin echt traurig, dass es alle ist. Ich habe so viele Haarpflegeprodukte bei mir im Bad stehen, das Regal bricht fast, weil ich es auch einfach liebe. Ich liebe Zeug mit Haaren machen, habt ihr schon gemerkt, ne? Verschiedene Frisuren, auch die Haarpflege finde ich super wichtig. Also da kümmere ich mich echt drum. Und dieses Spray ist alle leider. Das hat so lecker gerochen. Und der Grund, warum es mich besonders traurig macht, ist eben, dass es in dieser Form nicht mehr gibt, sondern das hat eine neue Formulierung, habe ich gerade zufälligerweise hier stehen. Das sieht jetzt so aus und es riecht anders. Es ist auch ein Keratinspray, aber es hat einen anderen Duft und einfach eine neu entwickelte Formulierung. Aber ich hätte so gerne das hier wieder, weil das fand ich so lecker und so toll. Vielleicht finde ich das sogar noch im Internet. Aber ja, es ist ein Es ist ein Keratin-Milk-Spray. Es hat so gut gerochen und meinen Haaren so super gut getan. Habe ich immer nach dem Waschen aufgetragen. Es war ein Traum. Ich liebte das Zeug. Bin echt traurig, dass es alle ist. Dann habe ich aufgebraucht eine erfrischende Tagespflege von Weleda. Und zwar in der Duftrichtung Iris. Und ich sehe gerade, ich habe auch eine aufgebraucht. Auch eine Tagesfeuchtigkeitspflege. Oh, sorry, ein Unterschied. Also, beide von Weleda. Die eine ist in der Duftrichtung Wildrose, mildert erste Fältchen, glättende Feuchtigkeitspflege bewahrt die jugendliche Vitalität der Haut. Die Creme war wirklich schön reichhaltig, der Duft furchtbar. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, ja. Aber spätestens nach dieser Creme habe ich gemerkt, dass ich diesen Rosenduft hasse. Ich liebe Rosen und ich liebe die echten Rosen. So einen Rosenstrauß zu riechen ist einfach wundervoll. Aber in so Pflegeprodukten, vor allem hier das war so intensiv, ich konnte das kaum ertragen. Ich war echt froh, als es alle war.
Schade irgendwie, weil an sich die Wirkung, die Feuchtigkeitsspendung, schade eigentlich, weil an sich das Produkt ist wirklich sehr gut. Es ist wirklich sehr feuchtigkeitsspendend, super reichhaltig. Für die Wintertage, Abende war das sehr schön. Also mit der Pflegewirkung bin ich wirklich sehr zufrieden, aber der Duft, oh mein Gott. Jeden Abend habe ich mir so das eingetragen. Aufgetragen, eingeschmiert. Oh, Entschuldigung, für die, die Rose mögen. Sorry, Girls. Gar nicht mein Ding. Werde ich mir nicht wieder nachkaufen, aber wirklich nur wegen dem Duft. Und dann habe ich noch einen aufgebraucht. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn aber die Wirkung so gut war, dann probiere ich das Gleiche, aber einfach in einer anderen Duftrichtung, weil die Pflege doch so gut war. Also habe ich probiert die Iris Intensiv. Kann ich nicht Iris aussprechen? Intensive Feuchtigkeit. Erfrischende Tagespflege reguliert die Feuchtigkeitsbalance für normale und trockene Haut. Das war auch wieder schön reichhaltig, hat sich super angefühlt. Meine Haut hat sich damit sehr gut angefreundet. Ich habe keine Rötungen, Ausschlag, Pickel, irgendwas bekommen. War sehr gut, aber auch der Duft hier. Naja. Ja, es geht. Auf jeden Fall schon viel besser als dieser Rosenduft. Aber, ja, vielleicht ist es aber auch ein gutes Zeichen, weil es eben so pflanzliche Produkte sind und die müssen nicht immer super lecker riechen, nicht so nach viel Parfüm-Inhaltsstoffen, sondern es ist wahrscheinlich viel besser als das. Aber, ja, fand ich gut. Die beide sind allerdings auch wirklich teuer. Also, die kostet, glaube ich, 12 Euro und die 14, 15 oder andersrum. Ich glaube, die kostet so 15 Euro und die so 12. Also es geht relativ teuer für 30 Milliliter. War ich, glaube ich, in 2 Wochen durch mit jeweils einem Päckchen. Hab eine schöne Alternative gefunden, die ich noch viel besser finde. Seht ihr in meinen Monatsfavoriten vom März. Schaut da unbedingt vorbei. Dann habe ich aufgebraucht noch eine Maske. Und zwar eine Reinigungs- und Beruhigungsmaske vielleicht. Abgerissen. Eine antibakterielle Maske mit Teebaumöl und pflanzlichen Wirkstoffen mit einem sehr gut Dermatest. Also, was will man mehr, ja, wenn man Beschwerden hat mit schlechter Haut? Das fand ich sehr gut. Masken verwende ich eher selten, will ich mir immer angewöhnen, irgendwie jeden Sonntag oder so eine Maske zu machen. Aber klappt leider nicht immer. Das Peelen und so, das klappt schon jeden dritten, vierten Tag, aber die Masken leider nicht so. Aber die fand ich ganz gut. Generell, Masken sind sehr angenehm. Hatte keine negative Reaktion drauf oder so, also fand ich gut. Dann habe ich aufgebraucht eine Kerze von Glade. Ich liebe die Glade-Kerzen, ich finde sie wirklich super. Ich habe schon ganz oft welche nachgekauft, habe auch wieder 3 rumstehen. Ich mag am liebsten eigentlich diese in der rosanen Dose. Ich finde, es riecht so lecker nach Parfüm, so sehr frisch, ganz schön. Auch wenn sie nicht brennen, riechen sie sehr gut. Ich habe mal eine bei mir auf dem Nachtschränkchen stehen gehabt. Und sie hat so stark gerochen, einfach von alleine vor sich hin, dass ich sie wegmachen musste, weil es war ein bisschen zu extrem. Aber ja, die war jetzt... Es war so ein winterlicher Geruch, ja, so ein bisschen nach Zimt, aber trotzdem sehr, sehr schön und ja, ich liebe die Glade-Kerzen. Und dann nur noch 3 Produkte und dann sind wir fertig, finito. Ein Pflegegel von Sebamed. Das habe ich auch benutzt für vorm Schlafengehen, einfach als Pflege, Abendpflege und auch am Morgen. Das fand ich ganz gut. Das hat so eine gelige, leicht klebrige Konsistenz. Auch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, es ist ganz gut. Für unreine Haut kann ich auch wieder nichts Schlechtes sagen. Ich benutze das immer mal wieder. Ich weiß, habe ich schon 2-3 Mal nachgekauft, immer mal wieder zwischendurch. Das ist jetzt für fettige und unreine Haut gewesen. Fand ich ganz gut. Dann habe ich noch was, und zwar ein Reinigungsmousse von Balea. Das habe ich gesehen bei einer YouTuberin, sie heißt Wonderwall, genau, sie gucke ich schon super lange und sie hatte mal davon erzählt, dass es ganz gut sein soll. Das ist ein Reinigungsmousse mit Kaschmirextrakt für normale und Mischhaut, also perfekt für meinen Hauttyp. Das war auch sehr schön, also
Das war wirklich sehr zart zum Abschminken, schön eincremen, sehr musig, sehr, also es ist wirklich super angenehm. Hat auch schön das Make-up entfernt, kann ich nichts sagen. Ich muss aber gestehen, dass ich das sehr schnell aufgebraucht habe, weil viel Luft auch da drin war. Eben durch diese musige Konsistenz. War relativ schnell alle, aber Balea ist auch nicht die teuerste Marke, deswegen kann man das mal machen. Aber wirklich hat ein schönes Gefühl beim Abschminken verliehen und deswegen ein super Produkt, das ich euch empfehlen kann. Und das allerletzte, was ich hier habe, was ich auch schon eine Million Mal nachgekauft habe, ist die Wimperndusche von Maybelline, die Lash Sensational Mascara. So, ja, vom ersten Mal gut ausgesprochen. Das ist eine Wimperndusche, die einfach super cool ist. Verwende ich auch jetzt gerade wieder, kaufe ich mir immer wieder nach. Hat so ein leicht gebogenes Bürstchen. Ja, macht die Wimpern schön schwarz, trennt sie schön, macht sie lang. Sie bleiben in der Form, wo sie sind. Also kann ich auch nicht sagen, wirklich gut. Aber vielleicht sollte ich auch hier mal langsam was Neues ausprobieren. Man kann ja nicht ewig nur das Gleiche, ne? Und dann auch noch als Beauty-Blogger. Muss man ja ab und zu auch mal was Neues zeigen, was man so probiert. Aber die Wimperntusche fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, die Tüte ist leer. Bereit für das nächste aufgebrauchte Video. Werde ich mal wieder hier Wochen und Monate lang sammeln und ausprobieren. Aber diese Videos gucke ich auch selber, ehrlich gesagt, ziemlich gerne, weil es ist einfach auch ein schöner Review von den Sachen, die man vorher bei Hauls zeigt zum Beispiel. Die einen Sachen verbraucht man schneller, die anderen leider nicht so. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich sehr über Daumen nach oben und ein Abonnement, falls ihr ganz neu seid und zum ersten Mal mich hier gerade seht. Dankeschön fürs Zuschauen und allen anderen meinen Mädels, die schon länger dabei sind. Danke sehr vom ganzen Herzen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!